Komm zu mir. Ich weiß, was du verloren hast. Ich weiß, wonach du suchst. Ich kenne die Schuld, die du in deinem Herzen fühlst. Was willst du? Deine Schuld lindern. Komm zu mir. Wo bist du? Bist du noch da? Ja, du bist ganz nah. Schon wieder von ihr geträumt? Ich sag's dir, Ilara, irgendwas stimmt nicht mit diesem Traum. Es könnte ein Omen sein. Unser Auftraggeber meinte, das wäre ein Spaziergang. Da, hast du das gesehen? Ich habe etwas gesehen. Halt den Bogen gespannt, das gefällt mir nicht. Kein Hochkommen. Du wirst das Seil durchschießen müssen, dann dürfte die Brücke runterkommen. Da draußen ist etwas. Ist das Seil? Lara, komm hoch! Sieht aus, als hätte jemand Pfeile verloren. Heb sie lieber auf. Da! Klapperkriecher! Groß und hungrig. Lass das, Ilara. Du weißt, wie sehr ich Insekten hasse. Kriecher. Das sind doch nur Insekten, Caddock. Und ich mag Insekten nicht. Scheint, als hätte es jemand gut mit uns gemeint und den Baum umgehauen. Also los. Benutzt dein Schwert, Ilara. Bei dem Gestrüpp helfen Pfeile nichts. Jetzt kommt ein Kampf. Da kommt sie. Halt sie in Schach. Nichtsnutzige Scheißkriecher. Na, so schlimm war das doch nicht, oder? Mich juckt's immer noch am ganzen Körper. Füll inzwischen deine Flasche auf, Mädchen. Schwer aus. Hilf mir mal. Komm hier rüber und hilf mir, Ilara, bevor noch mehr Kriechzeug auftaucht. Ilara, hier rüber. Ich glaube, hier kommen wir durch. Augen auf, Mädchen. Wer weiß, was uns hier erwartet. Dein Traum verhieß doch Reichtümer. Er verhieß auch einen Dämon. So, außer Insekten fürchtest du also auch noch Dämonen. Ich fürchte mich nicht vor Insekten. Sie machen mich nur nervös. Hier könnte man sich glatt zur Ruhe setzen. Du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. Nein, kann man nicht. Caddock, dieser seltsame Stein. Ja. Aber was noch seltsamer ist, der Stein kam in meinem Traum vor. Interessant. Was war das? Du hast sie gehört. Renn! Ich hatte auch in den Quillhöhlen recht. Skelette. Götter, Ilara, das ist deine Schuld.
Mädchen ist hier. Schnell! Schnell, Elara! Geschlagen. Doch das waren noch die geringsten Mächte, die euch hindern wollen, den Stein mitzunehmen. Seid versichert, ihr besitzt nicht die Stärke, gegen die Mächtigeren zu bestehen. Flieht, wenn ihr könnt, und trefft mich außerhalb von Lyfeth.